Und willkommen zu einem neuen Teil Final Fantasy. So, wir sind wieder in der Omega-Grotte. Ich zeige euch mal kurz meinen aktuellen Ferro-Brett-Stand. Also ich bin mit jedem das komplette Ferro-Brett abgelaufen, bis auf ein paar Hindernisse, wie zum Beispiel hier, wo Level 4 Ferro-Stoppe einfach mal den Weg blockieren. Ebenso... Hoppala, das Puffer-Effekt. Hier ist noch einer drin. Und hier sind noch welche drin. Die Level-Ferro-Stops hindern euch natürlich immer an sehr geilen Dingen wie... Nee, Gilraub jetzt nicht. Aber... Wo bist du denn hier dran gehindert? Hier zum Beispiel Erzengel. Oder irgendwo... Warte mal, was haben wir hier? Imitieren ist auch nice. Oder hier zum Beispiel Jonglieren. Frag mich nicht, für was das gut ist. Auf jeden Fall gibt es noch genug Stellen auf dem ganzen Brett, wo man einfach Level 4 Ferro-Stops braucht, um weiterzukommen. Gut. Ich mache jetzt schon die beiden Weapons, wie irgendwann mal in dem letzten Video angekündigt. Denn bei der... Die Ultima-Weapon kommt zuerst und bei der Omega-Weapon können wir uns nämlich Ferro-Stoppe klauen. Ne, klauen nicht, aber wir bekommen welche, wenn wir sie besiegen. So. Sluxy ist mal wieder hier nur am Rumlabern und am Wahrheiten vertauschen. Ich habe meine drei Besten im Team. Mit Wacker habe ich mir übrigens schon das Beste zusammengebastelt, dass man sich an Rüstung basteln kann. Nämlich ein Vierer-Ability mit Schleife drin, HP-Expander, Auto-Hast und Auto-Protest, wie ich finde. Wobei die ersten drei absolut wichtig sind. Also ohne die geht's nicht. Schleife, HP-Expander, Auto hast. Ob ihr euch Auto-Protest da noch reinbauen wollt oder nicht, liegt an euch. Ich find's sehr, sehr super. Und ja, für die anderen habe ich halt noch nichts. Wie ich das mir zusammengebaut habe, Wacker, das erkläre ich irgendwann nochmal. Aber jetzt sind wir erstmal hier, um das Vieh zu besiegen. Und ich habe was vergessen. Egal. Ja, meine Freunde. Hier ist es. Die Ultima Weapon. So. Wir könnten das Vieh mit einem Schlag jetzt schon mal natzen, weil das Ding hat nur 70.000. Aber wir haben hier die Chance, das Vieh zu beklauen. Und zwar Tore der Zukunft. Kommen wir hier. Ich habe zwar schon 99, aber Rainer, für die, die denen noch fehlen, holt euch die Tore der Zukunft. Ihr braucht 10 Stück für Ekstasewandler. Wie im letzten Video angekündigt, hier, Dingenskirchen. Wie heißt's? I'm running if you are. Don Tom Rittrick und so. Naja, auf jeden Fall könnt ihr zweimal normal klauen und einmal selten klauen. Also, wenn ihr gut seid, geht da 30 Stück. Mari, ich glaube, die Ultima-Weapon war noch nicht, wo du mit Dragonik erdingsen konntest. Warte mal, das war bei Text, war Dragonik. Nee, Gott, bei Spezial. Was ist denn jetzt den Ring? Da, nee, da konnten wir noch nichts klauen. Okay. Wir können das Vieh aber auch bestechen. Das mache ich sehr gern mit Rico. Denn es bringt euch Pendel. Jetzt fragt ihr euch, wofür sind Pendel gut? Wir brauchen 30 Pendel in den Umbau einer Rüstung. Dann können wir den Raritätenfreak basteln. Mit dem Raritätenfreak klaut ihr immer das seltene Item. Bestechen geht ganz einfach. Spezial, glaube ich, ist es immer dabei. Nicht so schnell machen. Da ist Bestechen. 1000, 10.000, 100.000, Millionen. Ich glaube, für 2,5 Millionen haut das Vieh ab. Und hinterlässt euch Pendel. Ja. Ist ein Haufen Geld. Ich habe selbst nur 8,5 Millionen. Aber ihr seht, ihr bekommt 99 Pendel. Not Omega.
Just a shadow, born from Omega's wrath. What, so the main man's still around? Come on out, Omega! When we meet, I will send it. Titus. Ich zeige euch das nochmal schnell. Umbau. Wo ist Rico? Hier, der Tetra-Arm. Da bauen wir jetzt mal einen Raritätenfreak rein. Oh, wo ist er? Hier, Raritätenfreak, 30 Pendel. Und dann habt ihr ein unaussprechliches Ding. Und das klaut wirklich immer nur die seltensten Dinge. Und da Rico meine absolute Klau-Spezialistin ist, mache ich das halt meistens mit Rico. So, jetzt geht's noch weiter auf der Suche nach Omega. Weapon. Müssen wir hier entlang. Wen habe ich denn jetzt eigentlich alles in der Gruppe? Auron. So. Und wir sind in der zweiten Ebene. Und hier irgendwo kommt dieses Vieh. Ja, zuerst werden hier einem noch so andere komische Viecher hingebeamt. Oh, da müssen wir noch ein bisschen was machen. Um den guten Auron schwächer zu machen. Weil je schwächer Auron, desto stärker zieht seine Waffe durch. So ein Steingolem ist auch kein Problem. Und wenn es zwei sind. So, ich will aber gar kein Team haben. Plonk. Also ihr seht, ich habe gut gelevelt. Mein Sphärobrett ist komplett voll, aber noch nicht maximiert. Ein Freundsferoid. Oh. Geht's denn hier weiter? Ich sehe es gerade nicht. Da? Nee. Hä? Leute, wo geht's weiter? Bin ich jetzt blind? Ja, anscheinend. Ganz hinten habe ich vielleicht was vergessen. Oh, das kommt jetzt mal wieder saugeil. ja, da muss es aber irgendwo. Nee, ah! Andere Seite. Das war ja hier die große Verarsche. Warte mal. Also hier sind wir gestartet. So, dann laufen wir jetzt einfach. Ja, hier ist der richtige Weg. Oh, hey, Meister Tombri. Geil. Hätte ich mir ja die Suche sparen können damals beim 10 Fangen. Was ist mit Titus? So. Du machst es mal eben wacker. Klack. Ich glaube nämlich, der bringt gut ab hier. Yo! Und ihr seht, ihr kommt nicht über die 99 Level raus, dann hört der Counter einfach auf zu stoppen. Oh, ein Todesab. Ich mach mich nass. Zwei Stück. Und Clown. Nee, es ist eine Mimik drin. Nee, eine Megaposche. So. Also das ist hier noch so ein bisschen Schikane. Und ein bisschen drumrum gemache. Auf die eigentliche Weapon.
Da kommst du aber auch nicht dran vorbei. Bestimmt ein Hinterhalt. Farewell. Ja, das hast hättest du dir sparen können, Kollege. So, wir haben es ja bald. So, jetzt müssten wir eigentlich hier beim Chef sein. Nee, noch nicht. Boah, wie riesig mutieren denn die Viecher hier unten? Ist ja Angst. Mega Poschen, sehr gut. Komm, Titus, gib den Rest. Hasenschild. Erhalten. Oh, hört es denn nie auf? Leute, es tut mir leid, aber es dauert hier halt so eine Zeit. Ein Hinterhalt. Na, ihr seid ja Freunde. Trotzdem darf Auron anfangen, weil seine Waffen sind der Farewell. Tiefschlag. Ach ja. Ich will das Video jetzt aber auch nicht zusammenschneiden, weil es kommt auch so. Enough. Omega Weapon ist halt schon eine geile Sau. Oh, noch so einer. Bin ich dann mal bald unten. Ah, Schluck trinke nebenbei. Farewell. Auron macht ja hier alles alleine. Jawohl. Ach, da geht's lang. Also es lohnt sich auf jeden Fall was zum trainiert hierher zu kommen, würde ich sagen. It seems we rate his personal attention now. Boah, Freunde, da ist er. Direkt geht der Kampf los. Das Vieh hat 1 Million HP, so viel vorab. Und Kimari. Ganz wichtig, bevor ihr irgendwas macht, zuerst Kimari Dragoniken. Denn das kriegt ihr nur einmal hier. Supernova. Yeah, was bringt Supernova? Gleich mal testen. Auf jeden Fall mal macht sehr viel Schaden. Ganz wichtig auch noch, ihr könnt dem hier Zuckerseelen klauen. Ein paar Mal. Ja, und was bringt das sonst noch, wenn ihr ihn umbringt? Ich beeil mich mal. Oh fuck.
Oh fuck. Na toll. Ich hab nichts gesehen. Mein Grab hat Zeitverzögerung. Egal, 3 Treffer vom Wacker. Ich muss hier eh einen Schnitt machen, Leute. Macht mir wieder spannend. Oh, so viel Schaden mache ich dem ja gar nicht. Im nächsten Video geht's weiter. Euer Slugfish.